Kunst ist, was gefällt. Auf der Art Innsbruck bietet das Menü dieses Jahr für jeden Geschmack etwas. Erlesene Delikatessen wie Werke von Max Weiler um mehr als 70.000 Euro werden neben überwürztem Fastfood serviert. Die ernstzunehmenden Tiroler Galerien geben Einblick in ihr Programm. International anerkannte Zeitgenossen wie Arnulf Reiner, Hubert Schmalix, Peter Kogler oder Eva Schlegel sind zwischen 10 und 40.000 Euro zu haben. Nur wenige Schritte weiter wechselt der Speiseplan zu deftiger Hausmannskost, die nicht unbedingt billiger sein muss. Die renommierten Wiener Galerien sind dieses Jahr ausgeblieben. Ersatz aus Italien wurde eingeladen. Das Gebotene erschreckt heimische Galeristen. Durch das Wegbleiben einiger Aussteller und das Nachrücken anderer ist das Niveau, das im letzten Jahr schon angegangen wurde, leider etwas zurückgefallen wieder. Es ist halt wahnsinnig viel Handwerk an den Ständen und das hat mit der zeitgenössischen Kunst eigentlich wenig zu tun. Ich bin sehr zufrieden, wobei ich sagen muss, dass mir einige gute Galerien fehlen. Die waren letztes Mal dabei ich denke aber, ich kann sie sicherlich wieder gewinnen. Der Kunsthunger der Tiroler ist groß, die Hemmschwellen sind abgebaut. Bei der Eröffnung drängen sich tausende Neugierige in die Kuhle. Und nicht alle Besucher sind so kritisch. Sehr schön. Die Messe ist sehr schön, sehr engagiert und sehr abwechslungsreich. Ja, zum Unterschied vom letzten Jahr finde ich, dass einige Dinge da sind, die sehr gut gefallen. Vor allem ist variantenreicher, dass also mehr Geschmacksrichtungen abgedeckt werden. Einige Illusionen werden auf diese Art zerstört. Viel sehen ist wichtig, um sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Kunst ist natürlich auch einem Bildungsprozess unterworfen. Das heißt, dass nicht jeder Kunst als solches betrachten und beurteilen kann. Aber die Volksmeinung, dass eben Kunst gefällt oder nicht gefällt, die muss man einfach gelten lassen. Ne? Ein Lichtblick ist die junge Kunst, bei der Tiroler Medienkünstler zeigen, dass sie nicht nur schwer verkäufliche Videos produzieren können, sondern auch Bilder fürs Wohnzimmer.